Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Saubertin und die Extravaganza ist ja am letzten Wochenende concluded. Und wir haben heute ein paar Decklisten und werden uns einmal das aktuelle Meta angucken und was auf der Extravaganza gespielt wurde. Und dafür habe ich von Red & Trade ein paar Statistiken, die auf der Facebook-Page veröffentlicht wurden. Könnt ihr euch mal angucken und wir gucken uns heute mal ein paar Decklisten an. Wenn ihr mehr Insights zu den Decklisten sehen wollt, zu der Extravaganza, der gute Max Kolze, Link in der Videobeschreibung, hat übrigens ein paar Deck-Profiles hochgeladen zu den Top-Decklisten der Extravaganza. Also checkt auf jeden Fall mal seinen Channel aus und auf jeden Fall mal einen lieben Gruß für mich da lassen. Gucken wir mal rein. Zuerst gucken wir uns einmal den Deck-Breakdown an. Hier haben wir einmal 207 Spieler waren dabei und das war eine Menge. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber man weiß ja nicht. Also wir hatten 207 Spieler, wir hatten 30 Tri-Brigade-Spieler, 26 Invoked, 18 Dranglink, 16 Eldritch, 10 Dinos, 8 Prankits, 8 Virtual World, 8 Guru, 8 Phantom Knights, 5 Grenade und 72 andere Decks. Ich habe Tri-Brigade gespielt. Das Video zu dem Tri-Brigade-Deck und zu meiner Extravaganza-Erfahrung kommt am Donnerstag, wenn ihr das sehen wollt, auf jeden Fall mal einschalten. Wie wir sehen, Tri-Brigade auf dem Vormarsch. Es haben nicht so viele Dragon gespielt, obwohl es mit Abstand das beste Deck ist, definitiv. Aber ich glaube, dass viele schon mal testen wollten für die Bannlist, die bald kommen wird. Und deshalb wahrscheinlich heute auch mal ein paar andere Varianten gesehen. Und hier ist der Top-Cut. Hier haben wir 4 Tri-Brigades, 2 Prankits, 2 Shadow, 1 VW, 1 Dragonling hat es geschafft. Das Meme ist übrigens, dass es kein Dragonling gibt. Kommen wir gleich zu. Dann haben wir einen Dino, einen Earth Machine, einen Phantom Knights, einen Mindburn und einen Eldritch Dogmatiker Zu. Starten wir mit den Decklisten. Wir fangen mit Platz 16 an. Und Platz 16 ist ein 41 Karten Eldritch Zu Deck. Wurde ja immer wieder gesagt, dass Eldritch Zu nicht mehr Meta ist. Es kann offensichtlich trotzdem noch toppen. Es ist eine ganz okay Liste, es gibt jetzt hier keine großen außergewöhnlichen Sachen. Außer dass ich jetzt sehe, dass Droll im Main Deck gespielt wurde, genau wie Skullmeister. Und halt Ash, das sind so drei der Handtraps, wo ich auch gesagt habe, dass die gut sind. Und Droll und Ash essentiell notwendig bei meiner Handtrap-Tierliste, also da Shoutouts an mich selbst. Ja, aber ansonsten ist da nichts wirklich dramatisch dabei. Drei Töpfe werden hier gespielt, ein Punishment macht auch Sinn. Exe-Deck ziemlich safe. Zwei Judgment im Side-Deck sind natürlich wild, aber ansonsten okay Liste. Dann haben wir auf Platz 15 von Typhoon die erste Tri-Brigade Zu-Liste, die mehr auf Traps gesetzt hat. Wir haben hier erstmal die Standard-Ratio, 2 Keras, 3 Fraktal, 3 Kids und 3 Nerval und 3 Zu-Deck-Monster. Und diese Ratio werdet ihr noch mal häufiger sehen heute, denn auch die Ratio habe ich genauso gespielt. Dann die Tankies, hier finde ich interessant die TTs und die IDPs, also die Icewings Prison. Und, Shoutout an Alex übrigens, ein Imperial Order im Main Deck. Das Extra-Deck, ich würde es als Standard bezeichnen, denn dieses Extra-Deck haben alle so gespielt. Also mit dem Deck, das ist das Extra-Deck, was ihr quasi sehen wollt, was ihr spielen wollt, weil es alle Möglichkeiten hat. Hier im Side-Deck finde ich interessant, dass hier Phantasma im Side-Deck gespielt wird, finde ich interessant. Und Alpha. Alpha kann man wirklich legit spielen, ist gegen Dragon halt richtig gut. Und ja, Phantasma ist halt eine interessante Choice auf jeden Fall im Side-Deck. Platz 14, Lucien. Ich durfte übrigens auch gegen dieses Deck spielen. Ging für mich nicht ganz so erfolgreich aus. Sagen wir es mal so. Lucien ist 6-2 gegangen, soweit ich es richtig weiß. Hat zweimal gegen Dinos verloren. Ansonsten halt ziemlich solide Liste. Im Vergleich zum letzten Mal hat er wirklich hier Final Counter gespielt und eine andere Win Condition. Und die Duos anstatt die Trios. Ansonsten halt ziemlich Standardliste. Dann der 13. Platz. Invoked Dogmatica. Schön. Ich würde sagen, ziemlich solide Liste. Die zwei Ice Dragons Prison. Finde ich ein bisschen komisch. Das eine foolish, weil du hast nicht so viele Targets. Finde ich auch ein interessanter Pick. Aber ansonsten ist die Deckliste ziemlich, ziemlich Standard. Extra-Deck auch komplett normal. Und Side-Deck finde ich wild. Den einen Cosmic im Side. Für den halt, damit halt drei werden. Drei Darkruler und halt den einen Harpies. Kann man so machen. Also ist auf jeden Fall legit möglich. Platz 12 haben wir einmal hier ein Phantom Knights Rank-Up-Deck mit dem komischen Dice-Typen hier. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber ich habe gehört, das hat ziemlich für Struggle gesorgt. Aber natürlich hat auch das Side-Deck hier ziemlich geregelt. Einen Troll, eine Biro, das da und halt Dimension Ground. Und die Free Special Summon hier, die Free Special Summons. Natürlich hier der Dragoon, wahrscheinlich auch viel gemacht. Ja, ein paar weirde Karten, der Altraum Shark, der direkt angreifen kann. Die Karte, die irgendwie die ATK, die Position wechseln kann, auch irgendwie ziemlich weird. Auf jeden Fall interessante Liste, auf jeden Fall mal reingucken bei der Liste. Platz 11 ist wieder Invoked Dogmatica Shadol. Und da, die Liste ist ziemlich ähnlich zu der anderen Liste, nur dass hier keine IDPs gespielt wurden, sondern zwei Eldritch Fusion. Und der eine Cosmic im Main Deck, der ist wild. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gemacht hätte. Aber auf jeden Fall interessante Liste. Dann haben wir als nächstes von Adele eine Prankets Liste.
mit 2 Icing Prison und zweimal Tactical Talents im Deck. Und auch nur 2 Plays und zweimal die andere Karte hier. Und nur 2 von den Steinis. Ich verstehe halt nicht, warum er halt 2 Steinis gespielt hat und 2 Plays. Hätte es Sinn gemacht, dann 1 Steini zu spielen und 3 Plays? Weil Plays ist halt theoretisch halt die bessere Karte, weil die halt jede Norm mit Summon suchen kann. Könnt ihr mal in den Kommentaren da lassen, wie das ihr gemacht hättet. Wild mit der Superboli mit dem Furious Dragon und dem Predator Plant. Ist halt für Shadol und hier ist halt für Dragon Link. Ja, nicht viel zu sagen. Gute Liste. Ich sag's immer wieder, das Deck gewinnt eigentlich nur, wenn der Gegner nicht weiß, was das Deck tut. Und die mit dem Rageki quasi das Board brechen können vom Gegner. Denn so an sich macht die Liste nicht viel. Ich finde das Extra darauf ziemlich wild. Das sind so situationsbedingte Karten wie Beatrice und wieder den Gisu, die nicht so oft aufkommen, weil du halt schwer machen kannst in dem Deck. Psytech ist auch mit 2 Cycle interessant. Den einen Twin Twister, die schon 2 im Main Deck gespielt werden. Und natürlich den Red Reboot. Es sind halt keine Handtraps im Main Deck. Das finde ich super interessant. Du hast halt wirklich nur die deine Mishes und die Droplets. Ansonsten hast du halt wirklich nichts im Main Deck, um den Gegner aufzuhalten. Das heißt, wenn du Second gehst, ja, viel Glück dabei. Und dann haben wir Dinos. Die Liste an sich ziemlich Standard. Das Einzige, was nicht so Standard ist, ist halt die 2 Evenly im Main Deck. Verstehe ich nicht, aber sind hier drin. Und hier 2-2 Ratios, finde ich interessant. Und auch 2 Handtraps für Ash. Gamma finde ich natürlich gut. Nichts Dramatisches. Und auch hier nur einer von den Arkosauriern. Bin ich immer Fan von gewesen. Ein Arko reicht halt normalerweise. Der 7. Platz. Das ist ein 60-Karten-Wirrhaufen mit 2-Offs und sowas alles und ein Superpoli für Anaconda und Editing auch mit hin hier. Ich möchte noch kurz zu der Decklist was erwähnen. Es stehen bei Ilian Cheating-Vorwürfe im Raum. Ich sage jetzt nicht, dass er es gemacht hat. Ich sage euch das nur, damit ihr, wenn ihr die Deckliste seht, es halt sein kann, dass es passiert ist und ihr vielleicht nicht Deckliste nehmt und sagt, ja, probiere ich mal aus, warum funktioniert die Deckliste denn nicht? Einfach, dass ich im Hinterkopf behalten, dass es halt sein kann, dass das halt der Grund gewesen ist. Ich möchte ihm jetzt hier aber nichts vorwerfen. Also die, ne, Top ist ja immer gut, ne? Aber wenn das wirklich stimmen sollte, dann ist das halt ein bisschen beschissen. Das ist aus der Zukunft von mir. Weiter geht's. Aber das ist an sich viele Outs für verschiedene Decks. Und das Side-Deck ist auch wild. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Die 2 Superpolis noch drin. Könnte funktionieren. Dann haben wir Daniel Hartmann, der einzigen Dragonlink-Spieler, der es bis ins Top, in den Top geschafft hat. Was ziemlich verwirrend ist, denn dieses Deck... Dieses hier ist definitiv das beste Deck des Formats. Jetzt könntet ihr euch hier sagen, okay, warum spielt er denn ein Droplet im Main? Die Antwort von Hartmann war, er möchte 10 Ghost Second Karten spielen. Ich weiß nicht, wo er 10 zählt, aber das ist auch nicht die 10. Karte gewesen und deshalb hat er die gespielt. Hartmann halt ein unglaublich guter Spieler. Er hat auch nur ein Game gedroppt, also von daher ist eine ganz gute Liste gewesen, auch nur ein Tiding. Vielleicht hätte ich das ausgetauscht für ein 2. Tiding, hätte ich so gespielt, aber an sich sehr solide Liste. Dann haben wir Prankits, Platz Nummer 5. Die Liste finde ich persönlich schöner als die andere Liste, weil 3, 3, 3, 2. Ich persönlich bin ein Fan davon. Ach, hier ist auch 2 und 2, das ist doch klar weird. Und dann nur einer davon. Also ich bin persönlich ein Fan, alle 3 dreimal zu spielen, alle 4 dreimal zu spielen und die auch dreimal zu spielen, damit halt auf jeden Fall Combo hast. Und die Fusion, und man kann theoretisch auch eine eigene Poli spielen. Das ist auf jeden Fall nicht bad, weil du halt die anderen dann einfacher machen kannst, weil die once per turn ist. Auf jeden Fall, 5. Platz geht ihm recht. Dann haben wir wieder hier Tri-Brigade. Allerdings diesmal Tri-Brigade Lyrilisk. Und die Liste finde ich unglaublich komisch. Denn er spielt in einem Lyrilisk-Bild nur einen Keras. Und ich verstehe es nicht, weil Keras ist eigentlich in dem Bild immer gut. Denn du hast eigentlich fast immer was zum Discarden. Und ich finde es interessant, dass er nur jeweils einmal den Vogel spielt. Und den Gamma finde ich interessant. Und die Twister im Main, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, interessant. Psytech, Simorgh macht Sinn für Control-Decks, ne? Ja, ich glaube, das Deck regelt schon viel, ziemlich viel und auch der Zeus macht natürlich einiges. Dann halt der Omega für das hier. Ich bin halt kein Fan von einem Keras. Kommen wir zu Platz Nummer 3 und da ist der Flo. Und ich kann euch der Deckliste was sagen, denn Flo hat das Deck so gebaut, als würde Dragon Link nicht im Format rumrennen. Denn wir haben vorher ein bisschen gequatscht und das ist das Deck, was dabei rausgekommen ist. Und die Deckliste an sich ist ziemlich solide. Meine Deckliste war ein bisschen anders, da kommen wir noch am Donnerstag drauf. Aber die Deckliste an sich ist wirklich ziemlich gut. Ne? Du spielst 9 Handtraps, 3x Dark Ruler für, wenn du halt Second gehen musst. Ne? Sandskarten, die perfekte Ratio, das Exodeck, perfekt. Habe ich vielleicht auch genauso gespielt. Und das Side-Deck ist halt super wild mit den Trap-Tricks und halt der Fallenkarte. Wenn du 4 reinzahlst, hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, das davon eine zu bekommen. Und der Order natürlich im Side-Deck. Gute Liste. Props an Flo. 2. Platz haben wir wieder Tri-Brigade Lyrilisk. Und da sehen wir 3 Keras. Und 2 Kit. Und das ist auch die Ratio, die ich für das Deck empfehlen würde, weil das einfach mehr Sinn macht, weil du so viele Sachen discarden kannst. Aber hier Alpha im Main Deck. Das finde ich super interessant. 2 Rescue Cat. Wahrscheinlich keinen Platz mehr für den 3. gehabt. Und das Extra Deck ist auch ziemlich fein, ziemlich standardmäßig. Also sehr
cooles Deck. Und auch da Daximorg im Side-Deck auf jeden Fall eine Option. Dann haben wir den First Place von der deutschen Extravaganza und das ist Tim mit Virtual World gewesen. Tim ist zu null durchgerannt, hat kein Match gedroppt und er sagte, er hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, weil er einige Misplays gemacht hat und er trotzdem halt durchgekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass viele nicht wissen, was dieses Deck tut und deshalb er da trotzdem durchgekommen ist, denn Quinlong ist eine unglaublich starke Karte, denn die kann halt Winder orten, witzigerweise. Die kann man was suchen, Chuchu kann Level manipulieren und Cosmic ist halt wirklich schön, um halt ein paar Karten zu orten wie Schism oder sowas in der Richtung. Und natürlich der Gamma ist unglaublich strong, weil die Effekte in der Hand aktivieren, wenn die Karte hier liegen, ist schon heftig. Und natürlich die Kombo mit Kaliga und dem Schlammdrachen. Ich habe also keine Dragoon mehr gespielt. Ich glaube nämlich auch, dass das richtig ist, denn, sind wir mal ehrlich, Kaliga macht halt viel mehr als Dragoon, weil du hast eine Gate mit Crystal Ring. Und du sagst dem Gegner, du hast einen Monster-Effekt. Und den kannst du mit Crystal Ring annullieren. Und das ist halt richtig strong. Side-Deck an sich ziemlich interessant. Er spielt halt die Karten, die auch zwei Main-Deck spielt. Da jeweils die dritte Kopie von. Und dann spielt er halt Duster und Lightning Storm jeweils für Back-Removal. Und halt die Anti-Spell, wenn er First geht. Genauso wie Order und Red Rebo, wenn er Second geht. Also sehr solide Liste. Jetzt natürlich die Frage, was denkt ihr von den Decklisten? Soll ich die Decklisten von der UK Extravaganza auch mal zeigen? Ich finde die alles nicht so cool, weil es hat weniger Leute gehabt und da sind extrem weirde Decks getoppt, weil das Meta bei denen auch irgendwie ganz komisch gewesen ist. Ich verstehe auch nicht warum. Unser Meta war auch schon komisch, weil Dragonlink halt nicht so vertreten war, aber das war trotzdem so, ja, das konnte man so erwarten, dass das passieren könnte, wenn Dragonlink halt nicht so oft gespielt wird, dass halt andere Decks halt toppen können. Aber dann würde ich sagen, das war's für das heutige Video. Lass auf jeden Fall mal ein Abo da für den Channel und natürlich ein Like für das Video, für die Profiles von den Kollegen hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.